Factum est silentium, so haben wir eben in der Vesper und heute Morgen schon gesungen. Jene Stelle aus dem 8. Kapitel der Offenbarung des Johannes greift die Liturgie an diesem Tag der Erzengel auf. Im Himmel wurde es ganz still. Und in dieser Antiphon heißt es weiter, da beginnt der Drache einen Krieg. Er beginnt zu kämpfen und Michael kämpft mit ihm und besiegt ihn und stürzt ihn. Wenn wir jetzt zu denen zählten, liebe Schwestern und Brüder, die die Heilige Schrift nur als eine Ansammlung von Wörtern sehen oder die sozusagen die Buchstaben zählen wie die Erbsen und das als Wissenschaft betrachten, die sagen, ja, das ist aber nicht zulässig. Dazwischen liegen, um genau zu sein, 4 Kapitel. Zwischen dem, dass eine Stille im Himmel entsteht und dem, dass dieser Kampf im Himmel entbrennt. Die Liturgie macht einen großen Sprung. Sie zieht diese beiden Stellen zusammen. Das kann eigentlich nur kritisieren, wer die Bibel nicht geistlich liest. Aber geistlich die Heilige Schrift zu verstehen und zu lesen, heißt nicht, dass man mit ihr machen kann, was man will, sondern dass man sehr tief in sie eindringen muss, dass man sie sehr gut kennen muss, sehr oft wiederholen und lesen muss, um diese inneren Zusammenhänge zu verstehen, die manchmal auch über 4 Kapitel oder noch größere Abstände gehen. Im Himmel entstand eine große Stille. Ist das nicht so? Als würde selbst der Himmel den Atem anhalten, weil es da einen gibt, der sich gegen Gott stellt, der die Stirn hat, vor dem Thron Gottes aufzustehen und sich gegen ihn zu erheben. Dieser abtrünnige Engel des Lichtes, jener Satan, jener alte Drache, so sagt es die Offenbarung. Es ist sehr tief nachempfunden, dass selbst im Himmel eine große Stille herrscht, ein Innehalten. Was geschieht jetzt? Wie ist das vorstellbar? Und es ist wichtig, dass wir tief in diese Stille eindringen, liebe Schwestern und Brüder, dass wir sozusagen mit dem Himmel den Atem anhalten, wie es denn sein kann überhaupt, dass jemand die Stirn hat, gegen Gott aufzustehen. Aber immerhin gibt es diese guten Engel, Michael an ihrer Spitze, der für Gott eintritt, mit seinem Namen schon. Wer ist denn wie Gott? Wer dürfte denn überhaupt Piep machen angesichts Gottes? Es ist gleichsam so, wenn dieser abtrünnige Engel auf die Erde gestürzt wird, dass all der Lärm mit auf die Erde stürzt. Jener Lärm, von dem wir heute umgeben sind. Jener Lärm, der überhaupt nicht mehr verstummt. Wann erleben wir überhaupt das, was wir noch Stille und Schweigen nennen? All das, was uns umgibt, von unseren Kleinsten, ich weiß nicht, ob die Anwesenden auch, haben ein iPhone und schauen den ganzen Tag darauf. Sie haben es nicht. Das ist sehr gut. Sie haben ein bisschen was vom Schweigen, vom Innehalten. Aber ihr wisst auch, wie das rundherum ist. Wir kennen überhaupt kein inneres Schweigen, Innehalten mehr, auch angesichts einer Welt, die gegen Gott aufsteht, die sich eben aufführt wie Gott. Und das sind nicht nur Einzelne, es ist die ganze Welt als solche. Wiederum ist es die Liturgie, die wie eine Meisterin uns lehrt, wie wir das recht tun. Deshalb gibt es eine Liturgie nie ohne Stille und Schweigen. Denn aus dem Schweigen heraus, aus jener Stille im Himmel, werden Worte neu geboren. All die Worte, die die Boten Gottes sprechen und ausrichten, all die Worte, die sie im Auftrag Gottes in diesen Lärm der Erde hineintragen, lassen etwas Neues entstehen, bauen eine Brücke hin zum Leben und zur Herrlichkeit Gottes. Fürchte dich nicht,
der Gruß an Maria, jener englische Gruß. All die vielen Botensprüche, die wir aus dem Mund der Engel hören. Fürchtet euch nicht, ihr sucht den Gekreuzigten, er ist nicht hier, er ist auferstanden. Immer wieder, fürchtet euch nicht im Lärm dieser Welt. Fürchtet euch nicht, von denen umgeben zu sein, die die Stirn haben, gegen Gott aufzustehen. Fürchtet euch nicht. Denn die Wirklichkeit Gottes ist da, sie ist real. Und wiederum die Liturgie. Aus der Stille müssen ihre Worte geboren werden. Nicht im Geschwätz, nicht im Lärm, nicht in Texten, die wir verbreiten und meinen, wir müssten die Leute indoktrinieren. Daraus wird gar nichts geboren. Daraus entsteht Verdruss und Abwendung von der Kirche und von der Liturgie. Es entstand im Himmel eine große Stille. Daran müssen wir teilhaben, damit wir die gesprochenen Worte, die vom Himmel kommen und die die Engel ausrichten, uns immer neu ausrichten, wieder zum Leben erwachen, damit sie zu unserer Botschaft werden können. Und damit unser Tun gerade in der Liturgie wieder einmünden kann und zum Teil jener Wirklichkeit wird, die im Himmel immer Wirklichkeit ist, dass das Lob Gottes gesungen wird. Jetzt ist er da, der rettende Sieg, die Macht und die Herrschaft unseres Gottes. Darum jubelt ihr Himmel und alle, die darin wohnen. Nur auf diesem Weg, liebe Schwestern und Brüder, zuerst an der Stille teilzuhaben, von der wir heute singen. Wissen um den Lärm, der uns umgibt. Und zu wissen, dass wir diese Worte der Engel brauchen, die ein neues Leben gebären. Nur so, nur dies ist der Weg, wie wir an diesem Jubel des Himmels, zumindest in der Liturgie, ein wenig teilhaben können. Wie wir Teil dieser himmlischen Liturgie werden. Deshalb ist Liturgie nie nur der Raum, wo geredet wird. Nie nur der Raum, wo wir Ideen verbreiten und wo alle irgendwie vorkommen müssen. Sondern es ist Teilnahme an jenem rettenden Sieg Gottes, von dem die Engel künden, mitten in den Lärm, in den Schlachten- und Kriegslärm dieser Welt hinein. Denn dorthin ist Satan gestürzt und er treibt bis heute sein Unwesen auf dieser Welt, auch in unserem Leben. Wichtig, still zu werden, das Schweigen neu zu lernen und die Worte des Engels neu zu hören. Fürchte dich nicht.